Willkommen zum Blick auf die Börsen. Ja, irgendwie kann der Markt sich nicht entscheiden und es ist ja auch schwer bei dem, was letztendlich ja im Sachen Handelsstreit zwischen den USA und China so vor sich geht. Da gibt es dann immer mal eine optimistische Ankündigung und dann kann man aber relativ schnell davon ausgehen, dass die dann auch schnell wieder einkassiert wird. Gestern war es Donald Trump, der China mit der Einführung weiterer Zölle im Dezember nochmal gedroht hat. Die sind ja schon beschlossen eigentlich und sie sollen auch kommen, wenn es keine Einigung im Handelsstreit gibt. Das hat dann gestern schon mal die Märkte unter Druck gesetzt, die ja am Anfang gestern versuchten, durchaus neue Hochs, oder sie haben auch geschafft, neue Hochs zu generieren, sind dann allerdings genauso schnell wieder zurückgekommen. Marktteilnehmer gehen auch davon aus, dass die Billigung des Gesetzes zur Unterstützung der Menschenrechte und Demokratie in Hongkong jetzt auch durch den US-Senat, nachdem es der Kongress schon gemacht hatte, nachdem es das Repräsentantenhaus natürlich schon gemacht hatte, dass das eher die Stimmung bei den Verhandlungen eher belastet. China hat dann auch nochmal vehement erklärt, dass dies eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten sei und die USA dies unterlassen sollten. Es sieht also zurzeit nicht so richtig gut aus für den Handelsstreit. Der neue Streitpunkt, um den es zurzeit geht, ist, dass China natürlich damit gerechnet hat, dass wenn man einen Phase 1 Deal abschließt, dass dann Zölle zurückgenommen werden. Das scheinen aber die USA ganz anders zu sehen. Es ist also nach wie vor so, dass Donald Trump glaubt, dass China einseitige Maßnahmen trifft und die USA alles beim Alten belassen können. Damit dürfte er sich vergaloppieren. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich China auf so etwas einlassen wird. Was gab es ansonsten heute noch? John Williams von der New York Fed hat die Konjunkturaussichten sehr zurückhaltend bewertet. Vor allem erstmal die Konjunkturlage außerhalb der USA spielt da eine große Rolle, aber auch der Handelsstreit. Und das hat die Märkte heute durchaus auch mit belastet. Die EZB meldete heute in ihrem Finanzstabilitätsbericht, dass der Niedrigzins durchaus zu einem Risiko für die Finanzstabilität werden könnte. Das hat allerdings die Marktteilnehmer erst einmal nicht weiter berührt. An Daten sehen wir hier schon gestern Immobiliendaten aus den USA ziemlich unterschiedlich. Heute Handelsbilanz aus Japan, sehr schwache Exporte. Die Auftragstrends der britischen Industrie hingegen etwas besser. Und die hohen Lagerbestände, naja, Kanadas Industrieaufträge waren gar nicht mal so schlecht. Wir beginnen heute mal mit der Volatilität auf den S&P 500 und da sehen wir schon, dass die heute erst einmal ein bisschen angesprungen ist, allerdings dann doch wieder zurückgekommen ist, jetzt wieder fast unter der Wolke ist. Also wir bleiben weiterhin auf niedrigem Niveau, die ganz große Panik bleibt aus. Oben erst der Widerstand, jetzt eher dann doch bei 13,9 Gold. Versuchte dann heute mal ein bisschen auszubrechen hier über die 1475, hat das aber nicht geschafft. Sichere Häfen sind ein bisschen gefragt, wie man hier sieht, aber jetzt nicht gravierend. Also es ist jetzt nicht so, dass der Markt jetzt völlig die Panik schiebt, das kann man so nicht sagen. Wir haben hier vielleicht, wenn man mal auf den 6. November schaut, da gab es schon mal ein Tief bei 1480 Dollar, also so der Bereich 1475 bis 1480 dürfte so eben Widerstand sein. Da sind wir noch nicht drüber gekommen und dass sich Gold so schwer tut, das zeigt schon, sichere Häfen sind nicht so ganz stark gefragt, ein bisschen schon, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt also der Markt massenweise aus den Risikoanleihen herausgeht. Also es ist durchaus noch eine gewisse Risikofreude vorhanden. Man muss auch sehen, letztendlich natürlich auch, dass die Aktienmärkte ja doch weiterhin auf sehr hohem Niveau sind, sodass also durchaus auch einmal Gewinnmitnahmen dran sein könnten oder dass eben dann doch eben vor allem die Dynamik nach oben ein wenig nachlässt. Hier haben wir Rohöl und da sehen wir, dass Rohöl gestern doch sehr unter Druck gekommen ist, als Donald Trump mit neuen Zöllen gedroht hat, das aber heute im Prinzip schnell wieder kompensiert worden ist und das konnte am Ende nicht an den Erdöllagerbeständen gelegen haben, das muss man mal so sagen. Wir sind also wieder an der Wolke im Stundenchart.
Und könnten also durchaus einen nächsten Test der 57, 85 bis 58 Dollar Marke testen. Ja, unten denke ich mal so 55, 70 bleibt auf alle Fälle eine wichtige Marke. Und dann sehen wir ja schon die 55 bis 54, 70. Das ist durchaus auch eine Unterstützungszone. Das sieht man da auch an der Wolkenformation. Denke ich, sieht man das ganz gut. Dann schauen wir auf den DAX und da sehen wir, der DAX hat heute nicht besonders freudvoll begonnen, hat nochmal neue Tiefs hier generiert und war auch schon unter der 13.100, konnte sich aber zurückkämpfen. Entwarnung gibt es für die Bullen aber noch nicht. Dazu müssten wir auch über den orangefarbenen Kijun wiederkommen. Also über 13.200 zurzeit würde das gelingen, könnte man durchaus einen Retest der 13.300 beziehungsweise des neuen Jahreshochs von gestern bei 13.360 Punkten bringen. Fallen wir nachhaltig und per Tagesschluss mal unter die 13.100, dann wären die 12.980 und die 12.775 mögliche weitere Ziele. Im Daily Chart sehen wir das auch nochmal. Oder besser gesagt, da sehen wir, dass wir hier oben bei 13.300 aber auch durchaus eine Top-Bildung bekommen könnten. Das könnte sich in den nächsten Tagen entscheiden, wie es hier weitergeht. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen auseinanderziehen, dann sehen wir als erstes unten den orangefarbenen Kijun, der inzwischen doch näher wieder an die Kurse herangerückt ist. Also wir sind inzwischen nicht mehr so stark überkauft. Und dieser orangefarbene Kijun liegt jetzt bei 12.980. Das dürfte demzufolge für die Bullen eine sehr wichtige Unterstützung werden. Bricht die, dann könnte es eben dann doch Richtung Wolke gehen und die liegt bei 12.380. Das wäre dann schon eine ganz schöne, das wäre dann schon nochmal eine ganz schöne Korrektur. Was auch jetzt nicht wirklich überzeugend für die Bullen liegt, ist dieser blaue Tenkan. Der knickt nämlich inzwischen nach unten und das könnte also durchaus darauf hinweisen, dass wir jetzt hier übergeordnet doch eine Top-Bildung haben mit durchaus Korrekturpotenzial. Es muss also nicht unbedingt sein, dass wir im DAX die 13.600 tatsächlich in Kürze erreichen. Der S&P 500 ist auch ein bisschen zurückgekommen gestern und heute Vormittag noch als Future, dann jetzt Stabilisierung an der Wall Street. Die 3.100 hat gehalten, das ist erstmal eine sehr gute Nachricht. Wir bleiben aber auch hier erstmal unter der Wolke. Da müssten wir jetzt wieder drüber, dann könnte es hier neue Allzeithochs geben. Warum denn nicht? Fallen wir unter die 3.100, wäre das nächste Ziel 3.075. Und der Dow Jones, der tut sich sehr schwer, wieder sich ein bisschen abzustoßen. Wenigstens von der 27.800. Das sollte er aber schaffen, denn ansonsten drohen hier ja vielleicht sogar 27.410 Punkte. Vorher Unterstützung so bei 2560 noch. Wir haben auch noch ein paar Wolkenlinien bei 27.700 und 27.620 dürfte das in etwa sein. Auch da kann es durchaus Reaktionspotenzial geben. So richtig bärisch wird es wahrscheinlich unter 27.410. Das könnte dann das Signal zum größeren Abverkauf sein. Damit rechne ich ehrlich gesagt zurzeit immer noch nicht so richtig. Aber wie gesagt, der Markt ist schon sehr weit gelaufen in diesem Jahr und von der Warte aus kann es also durchaus sein, dass die Marktteilnehmer dann doch mal Gewinne mitnehmen und da ein bisschen was eintüten. Das würde ich jetzt mal nicht ausschließen wollen. Dann haben wir den Shanghai Composite mal schnell mit. Der hatte heute auch erstmal versucht, durchaus weiter nach oben zu kommen, ist dann ein bisschen zurückgekommen. Naja, der große Ausbruch von Panik war das jetzt ja auch nicht. Minus 0,8% ist nicht schön, aber also wenn man Bulle ist zumindest. Aber das passt schon, wir sind unter der Wolke, die Wolke hat als Widerstand erstmal gehalten, also charttechnisch ist das jetzt nicht dramatisch, weil man eigentlich zurzeit sowieso kein Kaufsignal hat. Bei 2880 haben wir nochmal einen wichtigen Support, das sehen wir, darunter 2825, bullischer wird es wieder über der Wolke, also über 2950 Punkten Euro, US-Dollar, ja heute unentschlossen, es ging mal kurz ein bisschen hoch, die 1.1055 hat auf alle Fälle gehalten.
Ich bleibe mal dabei, über 1,1095 gäbe es durchaus Potenzial bis 1,1180, aber da müssten wir eben erstmal drüber kommen. Wir halten uns zurzeit hier im Euro-US-Dollar doch ziemlich vornehm zurück. Unter der 1,1055 für meine Begriffe weiterhin durchaus Gefahr, nochmal unter die 1,10, also auf die 1,0990 zu fallen. Cable hat sich heute auf der 1,2890 ausgeruht und ist dann doch wieder ein bisschen hochgekommen, hat aber, das sehen wir hier auch sehr schön, bei 1,2920 den orangefarbenen Kijun aus dem Ichimoku nicht überwunden. Spätestens an der Wolkenunterkante war dann Feierabend, da ging es dann erst einmal ein bisschen runter. Ob die Korrektur also tatsächlich schon beendet ist oder ob wir vielleicht doch unter die 1,2890 fallen und dann Kurse bei 1,2820 bzw. 1,2770 anlaufen. Dafür würde ich meine Hand noch nicht ins Feuer legen. Insgesamt sieht dieses Chartbild nach Ichimoku eher zurzeit noch bärisch aus. Bullisch ist allerdings der 4-Stunden-Chart noch. Aber auch hier gibt es so ein bisschen Gewackel. Bis jetzt hat der orangefarbene Kijun aber gerade so gehalten. Wir bleiben aber weiterhin unter der 1,30. Die konnte bisher nicht überwunden werden. Und unten ist die 1,2770 vor allem ein wichtiger Support neben der Wolke natürlich, die so bei 1,2860 zurzeit zu finden ist und relativ dünn ist. Da kann man also sehr schnell durchbrechen. Euro-Bridges-Fund. Da könnte es eine Bodenbildung geben, aber so richtig bestätigt ist die auch noch nicht. Zumal der hellblaue Nachläufer hier aus dem Ichimoku, wie wir sehen, in die Kurse geraten ist und unter die Kurse rutschen wird. Das wäre dann schon wieder eher bärisch. Wir sind noch über der Wolke, aber hier ist noch keine Entwarnung in Sicht. Hier würde ich sagen, ist die magische Marke 0,86. Kommt man da drüber, dann könnte es hier durchaus wieder nach oben gehen. Es dürfte auch nochmal Widerstand geben, da wo diese längere Wolkenlinie, die rote Wolkenlinie so im Bereich 0,8630 zu finden ist. Da dürfte es auch nochmal ziemlich wichtigen Widerstand geben. Dann haben wir den Daily Chart und da sieht man dann schon mal auch, dass hier die Gefahr im Verzug nach unten noch nicht gebannt ist. Wir sehen, dass der orangefarbene Kijun, der ja, also wir waren ja hier sehr lange überverkauft, der ist aber jetzt recht nah an den blauen Tenkan gekommen. Klar, die Wolke ist immer noch ganz schön weit weg, aber insgesamt sieht das immer noch alles ziemlich dynamisch nach unten aus und ein Test der 0,8475 beziehungsweise sogar tiefere Kurse kann man meiner Ansicht nach wie vor noch nicht ausschließen. Lange nicht geguckt haben wir auf Euro-kanadischen Dollar, dann machen wir das doch heute. Da versuchte das Paar heute nach oben auszubrechen. Das ist ja auch interessant. Der Looney hat also heute durchaus Schwäche gezeigt, das muss man mal so sagen. Und das, obwohl ja, wie gesagt, die Industrieumsätze aus Kanada zum Beispiel gar nicht mal so schlecht waren und der Verbraucherpreisindex mit 1,9% im Prinzip im Rahmen der Erwartungen gelegen hat. Schauen wir uns den 4-Stunden-Chart an, sehen wir, dass es jetzt hier durchaus Chancen gibt, in dem Bereich 1,4855 zu steigen. Ob das gelingt, muss man mal sehen. Der Ichimoku, ja, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass der blaue Tenkan und der orangefarbene Kijun schon wieder zur Seite knicken und nicht so richtig viel Dynamik versprechen. Also hier muss man mal auch ein bisschen abwarten. Es ist zurzeit allgemein ein bisschen schwierig, weil die Märkte doch sehr volatil sind und es keine so ganz klaren Richtungen gibt. Da ist es dann letztendlich in einer täglichen Sendung auch schwer zu sagen, was in den nächsten 24 Stunden so passieren könnte. Zumal das ja sowieso keine Handelsempfehlungen sind, sondern nur das, was man eben aus den Charts sieht. Und ich bin ehrlich, wenn ich nichts in den Charts sehe, dann will ich auch nichts sagen dazu. Oft ist es dann auch besser, einfach mal zu warten, bis es wieder klarere Signale gibt. US-Dollar, kanadischer Dollar, das ist schon ziemlich bullig, was hier stattfindet. Ja, 1,3345 ist allerdings auch nicht mehr allzu weit entfernt und dazu die 1,3380, da dürfte es dann durchaus interessant werden für die Bullen. Wenn wir uns mal den Daily Chart anschauen, sehen wir, dass wir weiterhin diesen sehr langfristigen Aufwärtstrend intakt halten, dass wir jetzt auch im Daily Chart wieder über der Wolke sind, das ist schon mal eine schöne Sache und dass wir bei 1,3430 dann den nächsten Widerstand hätten, bevor wir zu 1,3565 kommen könnten.
Ja, auch hier ist der Ichimoku durchaus bullisch zu bewerten, muss man so sagen, inzwischen. Also es gibt durchaus Gründe zu glauben, dass US-Dollar, kanadischer Dollar weiter eher in die Richtung nach oben kommen, wenn sie halt die Widerstände überwinden sollten. Den Aufwärtstrend, den sieht man nochmal hier sehr schön im Wochenchart. Und wie gesagt, solange der intakt ist, ja, kann es durchaus auch weiter nach oben gehen. Dann haben wir US-Dollar, japanischen Yen. Ja, gestern ging es bergab und vorgestern auch. Heute gab es eine Gegenbewegung, deutlich über den Kijun, aber noch nicht ganz über die Wolke. 1,0188 wäre Widerstand. Kämen wir da drüber? Naja, vielleicht kommen wir dann wieder in den Bereich 139 zumindest mal oder 159. Das wäre dann durchaus möglich. Noch ist es aber hier auch mit Vorsicht zu genießen. Das ist eher neutral bis vielleicht sogar noch bärisch, denn der blaue Tenkan hat den orangefarbenen Kijun aus dem Ichimoku noch nicht nach oben gekreuzt. Was haben wir noch? Wirecard haben wir auf alle Fälle noch. Dazu muss ich ein bisschen was erzählen. Also dieses Unternehmen Wirecard, das ist ein schnell wachsendes Unternehmen eigentlich und so. Und eigentlich ist es also für Anleger sehr interessant, weil hohes Wachstum, das verspricht gute Gewinne, also gute Renditen und demzufolge auch Dividenden gute und so. Und also eigentlich ist alles perfekt. Nur leider hat Wirecard vor allem in Singapur große Probleme mit der Buchhaltung offenbar. Ernst & Young verweigerten jetzt das Testat für die Richtigkeit der Singapur-Bilanz für 2017. Grund: Es gab Buchhaltungsunterlagen nötige nicht, weil die Behörden in Singapur die Unterlagen beschlagnahmt haben und Wirecard hat dann zwar wieder versucht zu beschwichtigen, aber es fällt schon auf, wie viele Ungereimtheiten es da gibt und die kommen jetzt nicht nur aus der Financial Times, von der man ja fast vermuten konnte, dass die was gegen Wirecard haben. Es kommt mittlerweile doch auch aus anderen Kanälen und das behindert Wirecard natürlich letztendlich oder den Kurs von Wirecard auf alle Fälle. Das ist dann für die Anleger eben doch die Frage, wie solide arbeitet dieses Unternehmen eigentlich? Und das wird dann eben auch im Kurs irgendwie dargestellt. Wir sehen hier ganz klar auf der Oberseite die 158,70 als Widerstand und unten haben wir jetzt eben wieder die 107 da, wo wir durchbrechen könnten. Und dann könnte es hier durchaus wieder zweistellig werden. Das ist also zurzeit jetzt nicht wirklich schön. Ich bin da auch investiert, muss ich ehrlich sagen. Und naja, manchmal hätte ich mir gewünscht, ich hätte es doch nicht gemacht. Naja, so ist das manchmal. Die Lufthansa hat heute leicht verloren. Dort gibt es Gefahr von Streiks. Verdi bestreikt zurzeit die Catering-Sparte. Das spielt jetzt nicht die ganz große Rolle. Aber die Flugbegleitergewerkschaft UFO, die hat Streiks für die Vorweihnachtszeit angekündigt. Klar muss er richtig wehtun, vor allem den Feriengästen, die zu Weihnachten verreisen wollen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir schauen noch schnell auf die Termine. Heute Abend das FOMC-Sitzungsprotokoll. Da wird nicht erwartet, dass da was sehr Spannendes drinsteht, denn Jerome Powell hatte ja vor kurzem erst vor dem Kongress ausgesagt, von der Warte aus erwartet dort niemand etwas sensationell Neues. Morgen Wirtschaftsausblick der OECD, kann man auf alle Fälle ja mal draufschauen. EZB-Sitzungsprotokoll, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Sitzungsprotokoll schon mal irgendwas ja, zutage getragen hat, was nicht schon in der Pressekonferenz von Mario Draghi stattgefunden hat. Und so dürfte morgen der wichtigste Termin der Lieferherstellungsindex sein um 14:30 Uhr und dann um 16 Uhr gibt es nochmal die Verkäufe bestehender Häuser sowie die Frühindikatoren aus den USA. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche mir immer einen schönen Abend.